Und damit seid ihr größten Minzwerke genommen haben zum Ende zu einem neuen Part Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Jo, weiter geht's hier im Abenteuer bei der Professorin der Kanarregion, ihr Zuhause. Schau mal, da ist die Professorin. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse der Dynamax-Phänomens gelüftet. Ha! Ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junger Trainer. Ich bin Professor Magnolica. Kommt nur mit herein. Was sehe ich da, Hope? Dein Wolli hat ja Gesellschaft bekommen, wie schön. Und du musst Zwergenfürst sein. Meine Enkelin Sanya hat dir ein Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Zwergenfürst, das Dynamax-Phänomen ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Professor Magnolica erforscht dieses Mysterium nun schon seit einiger Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist mal wieder typisch, Delion. Pokémon hier, Dynamax da. Muss sich jetzt jedes Gespräch um Pokémon drehen? Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere den Horizont. Da wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dir noch nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser Welt gibt. Überaus faszinierend. Entschuldigen Sie, Professorin, aber können Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arenas Challenge geben soll. Den brauchen wir, um für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Willst du etwa nicht, dass sie daran teilnehmen, Delion? Hob uns Zwergenfürstin vor kurzem erst zu Pokémon-Trainern geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren. Ach so, aber war es nicht dein Traum, aus Ghana irgendwann einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Da haben sie natürlich recht. Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden ein Pokémon zu schenken. Na schön, ihr sollt euren Empfehlungsbrief haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr mir einen Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts anderes übrig bleibt, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Aber vorher mache ich natürlich noch eure Pokémon fit. Rivalenkampf, jo, das hatte ich fast schon gedacht, als ich den dort am Haus stehen sah. Das ist jetzt irgendwie zum Rivalenkampf kommt. Oh, cool, der Sache. Zwergenfürst, ich warte draußen auf dich. Rivalenkampf, ja, das Feld haben wir ja schon gesehen. Im letzten Part da, ja, wow, die hat hier ein großes Gebäude. Die Professorin, wir schauen uns hier erstmal in aller Ruhe um. Damit Pflanzen gedeihen, muss man sich nach ihren Bedürfnissen richten. Man darf nicht den Fehler machen, ihnen seinen eigenen Wunsch aufzuzwingen. Aha, okay. Das war eine Pflanzenliebhaberin, liebe Professorin. Eine lieblich duftende Pflanze. Bei Pokémon kommen sie bestimmt auch gut an. Ja, gibt es gleich einen kleinen Rivalenkampf. Oh, die Professorin hat hier scheinbar einen
Heslon. Ich nenne ihn jetzt ab sofort Heslon. Ich glaube, wie hieß das? Kamihaps hieß das, wenn mich nicht alles täuscht. Für mich heißt das jetzt Heslon. Du bist ab sofort Heslon. So, okay, haben sie Herz in die Küche. Steht ein bisschen was an Vorräten. Ich gehe mal hinauf. Bücher im Regal. Hier stehen eine Menge Bücher, die alle sehr anspruchsvoll aussehen. Ein paar wurden sogar von Professor Magnolica selbst geschrieben. Aha, Autorin ist auch noch. Hier stehen eine Menge Bücher, die alle sehr anspruchsvoll aussehen. Ein paar wurden sogar von Professor Magnolica selbst geschrieben. Aha, Autorin ist sie also auch. Hier hängen einige Skizzen und Fotos. Ist das... Nee, das ist wahrscheinlich das Zimmer von der Enkelin. Das glaube ich nicht, dass die Professor Magnolica hier oben in diesem Zimmer wohnt. Dieses Make-up-Set ist gerade sehr angesagt. Aha. Ja, ich kenne mich nicht sehr mit Make-up aus. Wer es glaubt. Ja, glaubt das mir. Ich und Make-up. Eine Rundbürste und ein Föhn wurde hier einfach abgelegt. Ja, ein typisches Mädchenzimmer. Man kennt's. So, auf geht's. Nach draußen. Jetzt wird gekämpft. Ich spreche es. Na, nee, speichern müssen wir nicht. Ist nicht nötig. Team ist geheilt. Du willst die Empfehlung von Delion. Doch genauso wie ich, oder? Komm schon, kämpf gegen mich, Zwergenfürst. Bin ja schon da. Let's go. Ich will der allerbeste Trainer überhaupt werden. Wie keiner von mir war. Ganz allein schnapp ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Aber dafür brauche ich die Empfehlung, sonst wird das nichts mit der Arena Challenge. Wir müssen Delion in dem Kampf zeigen, was in uns steckt. Überzeugen wir ihn davon, dass wir das Zeug für die Arena Challenge haben. Okay, los geht's. Let's start the battle. Den Kampf zwischen euch zwei jungen Trainern will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Für mich ist jetzt Kampf. Setzt jeder Kampf eine Chance, etwas Neues zu lernen. Nur so kann ich meinen Ruf als Delion, der Unschlagbare, gerecht werden. Liefert mir einen Kampf, der sich gewaschen hat. Lasst anständig die Fetzen fliegen. Hört ihr? Hab ich gehört, lass mich nicht zweimal sagen. Auf geht's. Jetzt geht die Legende von Hoop erst richtig los. Ach, das war Hoop, das gesagt hat. Pokémon-Trainer Hoop fordert dich heraus. Na dann schauen wir mal, was er so für schöne Pokémon hat. Und was meine Pokémon, die ich gefangen habe, gegen seine Pokémon anrichten können. Blackie! Bist du schon ein bisschen stärker geworden? Das werde ich gleich mal überprüfen. Jo, Blackie, auf geht's. Pixar! Ja, das ist jetzt nicht die... Das ist nicht die phänomenalste Öffnungsattacke, aber... Ja... Bringt doch ihr nötiges Tackle. Ja, Woody ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schwach geworden. Ja, Level 6 gegen Level 5 ist eigentlich machbar. Höhler, das ist sehr gut. Ja, das ist nicht sehr gut, aber dann kann ich gleich wieder einsetzen. Okay, noch einmal müssen wir es hinkriegen. Oh, wird knapp. Tackle, halt durch, verdammt. Blackie besiegt. Tja, das war wohl nix. Dann bist du jetzt dran, Wander. Wander, ein Kräftig Fuchs. Na komm, Attacke. Wie wär's mit Ruckzuckhieb? Krügler hat's bisher noch nicht so viel gebracht. Ruckzuckhieb wird's bringen. Woody besiegt. Wolli oder Woody, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich nenne einfach beides. Ich nehme einfach beides, nennen sie. Bei beiden Namen. Kali erreicht Level 9. Mordev erreicht Level 11. So, Chimpap. Ja, weiterkämpfen. Könnten unser Starter-Pokémon rausholen, aber ja. Gut, Randall wird weiterkämpfen. Rutschrieb. Versuchen wir es erstmal mit Randall. Level 8, Level 7. Naja,
kann gehen, muss nicht. Aber wir haben ja auch noch andere Teammitglieder. Das geht klar. Okay, das geht gar nicht klar. Ja, der liebe Klepti Fuchs, der ist jetzt nicht sehr effektiv gegen Chimpap. Das bringt auch nicht so viele Attacken. Aber wird trotzdem gut gekämpft haben. Er wird fleißig und stark gekämpft haben. Prügler, na komm. Vielleicht bringt es als Unlichtattacke ein bisschen was. Naja, nicht wirklich. Ein bisschen was hat's gebracht. Ein bisschen geschwächt haben wir ihn auf jeden Fall. Ja. Nicht übel. Kann man akzeptieren. Dann wechsle ich gleich mal den Modi ein. So, auf geht's. Du kriegst das doch gebacken. Das Pflanzen-Pokémon kriegst doch wohl gegrillt. Immer eine Feuerattacke einsetzen und schon ist es weg. So, Attacke. Wie wär's mit Blut? Burn into hell. Ja, so sieht's aus. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkung zwischen Typen schon vollkommen verstanden. Wie gesagt, die Hauptsachen, also wie Feuer gegen Wasser und gegen Pflanze wirkt, das weiß ich schon. Also die grundlegenden Sachen ja, aber mehr auch nicht wirklich. Mikro, na, das kriegen wir auch noch hin. Das war knapp, ab sofort sind Kämpfe genau unser Ding. Aber solche Kämpfe sind genau unser Ding, nicht ab sofort. So, Mikro, sein letztes Pokémon, wie ich richtig gesehen habe. Das ging auch noch besiegt. Glut! Na komm, verbrenne es. Jo! Das wird ein schöner Two-Hit-Kill. Und nochmal Tackle. Mach es alle. Zack! Und Mikro besiegt. Rivale besiegt. So schaut's aus. Pokémon-Trainer Hope wurde besiegt. Was für eine Enttäuschung, aber wenigstens habe ich in dir einen würdigen Rivalen gefunden. Du gewinnst 640 Pokémon-Dollar und gehst direkt aus dem Kampf gegen den Rivalen Hope hervor. Und dabei hatte meine Würfe diesmal doch die perfekte Kurve und alles. Kämpfe sind echt nervenaufreibend. Als Gewinner rastet man vor Glück aus, als Verlierer vor Frust. Aber das ist schon alles okay so. Denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker, oder? Nee, es kommt nur aufs Gewinnen an. Nur das Gewinnen. Was für ein Kampf! Zwergfürst, Hope, mir fehlen die Worte. Damit habt ihr euch meine Empfehlung für die Arena-Challenge mehr als verdient. Hope erhält einen kleinen Brief. Du erhältst einen Empfehlungsbrief. Du verstaust das Item Empfehlungsbrief in der Basis-Items-Tasche. Ein Empfehlungsschreiben, das benötigt wird, um der Arena-Challenge teilzunehmen. Danke, Delion. Ich spüre, ich werde bei der Arena-Challenge voll durchstarten. Man merkt zwar, dass ihr noch jung und unerfahren seid, aber dieser Kampf wird grandios. War grandios. Glurak und ich sind noch immer völlig begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Hope, früher hatte ich oft das Glück, dass du dich zu sehr auf Nebensächlichkeiten konzentrierst, worauf Techniken für Pokebälle und andere Kleinigkeiten, die mit der wahren Leistung des Trainers nichts zu tun haben. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Dein Kampfstil ist auch unglaublich mitreißend, Zwergfürst. Davon will ich mehr sehen. Hast das gehört, Zwergfürst? Lass uns ab sofort trainieren, was das Zeug hält. Versuchen wir, Delion zu übertrumpfen, damit einer von uns der nächste Champ wird. Ich bin dabei. Klasse, mit einem Rivalen wie dir fällt mir das Training gleich viel leichter. Was zum? Eine Sternschnuppe. Aha, was haben wir denn da?
Hey, Zwergenfürst, schau dir das mal an. Ist das nicht ein Wunschstern? Also man nennt es eigentlich Sternschnuppe, aber ja, unter Umständen kann man es auch Wunschstern nennen. Nein, es sind sogar zwei Wunschsterne. Hier, den kannst du haben. Du hältst einen Wunschstern. Die sind eigentlich gar nicht so klein. Also wenn mal so ein, wenn man eine Sternschnuppe, also das sind ja, das, wenn man sowas, das sind ja, glaube ich, abgebröckelte Kometen, also das sind Teile eines Kometen oder vielleicht manchmal sogar ganze Kometen. Also wenn sowas wirklich auf die Erde fällt, also meistens fliegen sie an der Erde vorbei, aber wenn sowas auf die Erde fällt, dann ist das nicht so klein, dass man sich das in die Tasche steckt. Dann wäre das Haus der Professorin, glaube ich, schon ein kleiner Krater. Also das wäre, ja, aber gut. Es ist eine Wunschschnuppe, ein Wunschstern. Du verstaust das Item in der Basis in der Tasche. Wunschstern. In Ghana verstreute Steine, denen ein Geheimnis von der Energie innewohnt. Es wird erzählt, Wünsche gingen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Mit so einem Wunsch kann ein Pokémon dynamaxieren. Dadurch werden sie riesengroß. Das ist ja ein Ding. Das heißt, Wunschstern landen nur vor Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch hegen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. So, jetzt habe ich es mir dreimal gewünscht. Jetzt geht mein Wunsch bestimmt in Erfüllung. Hup. 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 Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in der Gegend finden kann. Aber so wirst du ihnen ihre geheimen Kräfte nicht entlocken. Würdet ihr beide mir die Wunschsterne für eine kurze Weile überlassen? Was? Wieso? Ach stimmt. Sie sind Spezialistin in Sachen Dynamax. Ganz ehrlich, für Zwergenfürst und mich wäre es einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon dynamaxieren könnten. Erst begegnen wir im Schlummerwald diesem merkwürdigen Pokémon und dann fallen uns sogar zwei Wunschsterne direkt vor die Füße. Das waren bestimmt Vorzeichen, dass uns etwas ganz Großes bevorsteht. Eins nach dem anderen, junger Mann. Spart dir die Energie lieber für morgen, wenn deine Großreise beginnt. Was ist denn hier los? Ihr seht ja vergnügt aus. Da kommt man gern nach Hause. Ihr esst doch noch mit uns zu Abend, oder? Noch ein Grillabend, noch ein Barbecue. Gerne. Von mir aus. Ich bin vor kurzem auch auf dem Curry-Trend aufgesprungen. Falls ihr mal kosten wollt. Der Curry-Trend also. Die Sache mit dem Curry. Endlich ist es morgen. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Sag mal, Hopp. Du hattest doch erwähnt, dass ihr irgendeine merkwürdige Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir etwas mehr darüber erzählen? Zwergfürst hat im Nebel gegen irgendein Pokémon gekämpft. Mehr weiß ich auch nicht. Ich bin nach einer Weile bewusstlos geworden und kann mich nicht so gut daran erinnern. So gut an nichts wie an nichts kann ich mich daran erinnern. Na toll. Schaut mal, ich habe hier etwas für euch, Zwergenfürst und Hopp. Na dann, zeig mal. Oh, ein Armband. Du hast ein Dynamax-Band von Professor Magnolica erhalten. Und ist sofort angezogen. Dynamax Band. Wenn man in der Nähe einer Energiequelle sich aufhält, leuchtet der darin eingebettete Wunschstern auf und ermöglicht die Dynamaxierung auf Pokémon von Pokémon. Das sind Dynamax Bänder. Darin sind die Wunschsterne verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Wow, danke, Professorin. Ich werde verrückt.
Das sieht ja ganz genauso aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich bestimmt meine Pokémon jederzeit dynamaxieren, stimmt's? Eins nach dem anderen, junger Mann. Ich kann deine Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen. Mein letztes Pokémon riesig groß werden. Aber ganz so einfach ist das nicht. Erst müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuallererst solltet ihr herumreisen und euch mit so vielen Pokémon vertraut machen wie möglich. So viel füllt ihr auch im Handumdrehen den Pokédex. Eigentlich ist es soweit, jetzt kommt die Legende von Hoob richtig in Fahrt. Komm, machen wir ein Wettrennen bis zum Bahnhof. Zwergfürst, fertig, los! Dämon mit seinem Wettrennen. So, ich speichere hier mal erstmal zwischen. Das wird's wert sein. So gespeichert. Und hier haben wir eine Funktion VS. Aha, Victory Station. Daten der Spieler, denen du über die lokale Verbindung begegnet bist, werden ausgewertet. Aha. Lokales Turnier, Kampfstadium. Ich bin auch niemandem begegnet. Okay, ist vielleicht für später mal interessant. Joa, dann brechen wir mal auf, oder? Ich würde sagen, sein Wettrennen mache ich nicht mit, aber... Ja. Ach Mensch, da wartet er schon wieder. Hey Zwergfürst, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Dich hat sich ja auch schon im hohen Gras wie aus dem Nichts ein Pokémon angegriffen, oder? Das lässt sich vermeiden, indem du ganz leise durchs hohe Gras schleichst. Wenn du das Gegenteil erreichen und unbedingt wilde Pokémon kämpfen wirst, dann pfeif einfach ganz laut. Dann das zieht ihre Aufmerksamkeit auf dich. Ach, dafür ist das Pfeifen da. Falls du vergessen hast, wie es geht, wenn man richtig pfeift, verrate ich den Trick. Probier einfach mal auf den linken Stick zu drücken. Und übrigens, ab jetzt zieht Zwergfürst, wenn die meisten Pokémon fängt, gewinnt. Okay. Wenn wir beide den Brasboli-Bahnhof erreicht haben, vergleichen wir, wer mehr hat. Du weißt ja, welchen Bahnhof ich meine, oder? Den, an dem mein Bruder abgeholt wurde. Ja gut, da sag ich mal... Das hat's gleich angelockt. Ja. Zickzacks. Ja, das wollen wir uns nicht fangen. Muss nicht unbedingt sein. Ich hab doch schon fast das Team voll. Hab hier schon Vierer. Ja. Muss jetzt nicht unbedingt. Zickzacks muss ich jetzt nicht mit dem Team haben. Aber das kann ich mir fangen. Das wilde Voldi. Ein Voldi ist grundsätzlich nicht schlecht, also ich würde es jetzt nicht grundsätzlich ins Team mit aufnehmen, aber ja, man kann es ja mal fangen. Für die Pokémon-Komplettierung, Pokédex. Und vielleicht bringt es irgendwann mal was. Vielleicht nehmen wir es doch irgendwann mit ins Team. Ja, vielleicht machen wir es ja. So Blacky Pixar, die ist mir geheilt worden. Okay, das war wohl nicht so viel. Das war wohl nicht so viel wert. Na komm. Aber die müssen wir wohl trainieren, die werden wir definitiv im Team drin haben. Also, dieses Eulen-Pokémon, das werden wir ganz bestimmt mit drin haben. Das kann ich schon mal festlegen. Das wird unser Flug-Pokémon, also unser Starter-Pokémon und Blacky haben wir jetzt hier schon mal. Das steht fest. Oh, Blacky besiegt. Ja, ein bisschen Training bedarf es bei der auch noch. So, Randall. Ja, Randall überlegt auch mit reinzunehmen, aber mal schauen. Kelly kommt bei der nächsten Möglichkeit raus. Und ja, Mori haben wir dann noch. So, wir fangen uns noch ein Voli. Gut. Mach's nicht komplett, Anne. Lass noch was übrig zum Fangen. So. Ein bisschen KP noch übrig lassen, damit wir es fangen können. So, Tackle. Es wird dann immer schwieriger, wenn wir dann ein hohes Level haben. Und das eigene Pokémon, das Starter-Pokémon dann schon Level 50 oder 60 ist, dann wird es immer schwieriger, Pokémon zu fangen. Weil die Attacken dann schon einiges abziehen. So, Beute.
wenn man in Voldi fangen ist, gefangen zu haben und auf der Box liegen zu haben, ist auf jeden Fall schon mal was wert. Wir müssen es ja nicht mehr ins Team nehmen. Da können wir ja noch überlegen. Der Elektrohund ist auf jeden Fall nicht grundverkehrt. Und Voldi wurde gefangen. So, neue Erfahrungspunkte. Poklex. Für Voldi wurde ein Eintrag eingelegt. Beim Rennen erzeugt es Elektrizität in seinem Schwanzansatz. In der Gala-Region erfreut es sich bei Hirten großer Beliebtheit. Ein Elektrohund halt. Ein Spitznamen. Wir können auch Pokémon unbenannt lassen. Wir müssen nicht alle einen Spitznamen haben. Oh, was denn da? Zwergenfürst. Ypsikon. Komm. Ypsikon eröffnet dir jede Menge verschiedener Kommunikationsmöglichkeiten mit anderen Spielern. Du kannst Pokémon tauschen, an Pokémon-Kämpfen teilnehmen und vieles mehr. Ah, okay, verstehe. Jetzt gerade nicht. Da haben wir gerade was anderes vor. Oh, ja, das habe ich auch schon überlegt, ob ich mir das fange in Kamehubs. Ja, eher nicht. Das ist jetzt hier das Wasser-Pokémon eigentlich, aber hat es eine coole Weiterentwicklung, habe ich schon nachgeguckt. Insofern habe ich mich schon spoilern lassen. Ich wollte nachgucken, was mit diesem Hessmann auf sich hat. Aber nein. Auch wenn es sicherlich später ein wertvolles Teammitglied ist. Ja. Wir müssen jetzt nicht jedes wildes Pokémon fangen. Das ist jetzt. Unser Team muss jetzt nicht schon bei der ersten Region, also bei dem ersten Abschnitt hier in den ersten zwei Städten schon voll sein. Das ist jetzt nicht. Wir werden noch einige gute Pokémon im hohen Gras finden, in anderen Gebieten, in dieser Region. Da müssen wir jetzt hier nicht gleich zu Beginn alles anfangen. Brassbury. Ja, müssen wir nicht bei Brassbury schon alles das Team vollständig machen. Man muss nicht unbedingt sein. Der Bahnhof ist da drüben, Zwergenfürst. Ich weiß. Ich wollte noch mal ins Pokémon-Center und mein Pokémon-Team heilen. Das würde ich nochmal schnell machen, bevor ich hinterher komme. Darf ich noch kurz? Ich darf noch kurz. So, mal schnell das Team heilen. So, zack. Ein Team vielleicht sortieren mal. Das ein oder andere Team mit die rausnehmen. Sind schon fast 6. Ich weiß nicht, soll ich wohl die mitnehmen? Ich würde es gleich drin lassen. Nicht drin lassen, sondern in die Box stecken. So. Mach ich direkt mal. Voldi. Raus mit dir. Und Kadi. Ja, es wird andere Dynamax Pokémon geben. So haben wir unser Team jetzt erstmal so weit minimiert. Blacky, Randall und Modi. Haben wir das. So, das Team würde ich akzeptieren. Das sind die 3 Pokémon, die ich mitnehmen würde. Bisher. Ja, dann ist, glaube ich, hier ein guter Zeitpunkt gekommen, den Part zu beenden. Wenn euch nach oben sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Haut da rein. Dann seht ihr im nächsten Part wieder. Hier im Pokémon Center. Mach ich mal kurz eine kleine Pause. Nehme ich mal eine Pause ein im Pokémon Center. Warum nicht? Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.